wundervoller Santos, heute ist ein wichtiger Tag, denn Ghostface wurde besiegt. Er wurde in der Nähe der Fleischerei gefunden. Ghostface ist also endlich Geschichte. Warte kurz, ich bin auf Sendung. Hey, also einer meiner Mitarbeiter dachte sich wohl wirklich, es wäre lustig, jetzt in ein Ghostface-Kostüm rumzulaufen. Was hast du da mit dem Messer vor? Regie, bitte zu mir drehen. Warte, warum kommst du mir näher? Hey, lass mich in Ruhe. Nein, nein! Oh, Alter, was... Oh nein, nein. Leute, ich bin gefesselt. Wo bin ich hier? Hallo? Oh, ist das hell. Wo sind wir hier? Warte mal, da ist ein Messer. Vielleicht kann ich da ja rankommen. Komm schon, Michael. Wir müssen da rankommen, wir müssen uns befreien. Na los. Oh Mann, ey, es funktioniert nicht. Es muss hier irgendeine Lösung geben, hier rauszukommen. Wie bin ich hier reingekommen? War das Michael Myers? Warte mal, ich höre hier was. Oh mein Gott. Wait, nein. Michael Myers? Nein! Ey, bitte! Bitte, nein! Michael, bitte lass mich in Ruhe! Bitte! Ich hab nichts getan, okay? Kannst du mich nicht einfach gehen lassen? Kannst du vielleicht einfach die Fesseln lösen? Das wäre halt echt gut. Leute, lass mal einen Daumen nach oben da und Michael Myers wird uns befreien. Ich bin mir sicher, es funktioniert. Also, lasst ein Like da und es funktioniert. Oh mein Gott, Alter, Michael Myers, ey, Bruder. Warum? Was ist hier los? Wo ist Ghostface? Hä? Warum denn auf einmal Ghostface? Der ist tot. Das hast du doch gehört. Oder ist er nicht tot? Lügner! Wo ist Ghostface? Ich werde in einer Stunde wiederkommen und wenn du mir nicht sagst, wo Ghostface ist, mache ich dir ein Ghostface in dein Gesicht. Nein, Michael Myers, bitte, ne, bleib, hey, ich weiß nichts über Ghostface, der lebt doch nicht mehr, oder? Ey, Freunde, ich kann nichts machen. Ich kann mich wirklich nicht bewegen und an das Messer komme ich auch nicht ran. Ich habe keine Chance, mich hier irgendwie zu befreien. Warte mal kurz, kann man nicht, warte mal, klappt das? Yo, ey, man kann tatsächlich Charaktere wechseln. Ich würde sagen, wir wechseln mal zu Franklin und vielleicht wird er uns helfen, Michael zu befreien. Okay, let's go, Leute. Auf geht's zu Franklin. Oh, wir sind Franklin und ey, wir leben wieder, Freunde. Nachdem uns Ghostface erledigt hat, sind wir tatsächlich wieder hier behandelt worden. Ich meine, in GTA 5 respawnst du ja immer. Okay, wir müssen uns sofort auf den Weg machen, Leute. Einfach Michael zu retten vor Michael Myers. Michael vor Michael retten. Uns geht's auf jeden Fall wieder deutlich besser. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich brauche ein Auto. Ich muss mich beeilen, Leute. Ich habe nur eine Stunde Zeit, um Michael zu retten. Oh, da ist ein kleines Auto. Vielleicht kann ich da einfach einsteigen. Das sieht doch ziemlich entspannt aus, oder? Na los, knack dich rein, Franklin. So, und let's go. Auf geht's. Beeilung, Bruder. Beeilung. Oh, ja. Okay. Oh mein Gott, wie langsam ist dieses Auto, bitte? Eine Ingame-Stunde in GTA 5 sind nämlich tatsächlich nur 2 Minuten und das Teil ist so unglaublich langsam. Warte, ich mache mir mal ein bisschen Radio an, Freunde. Vielleicht entspannt mich einfach so ein bisschen Radio. Was ist? Warte mal kurz, ich muss anhalten, Leute. Was? Ghostface ist zurück. Ja, ihr habt richtig gehört. Ghostface ist wieder da. Und zwar wurde unser Nachrichtensprecher von unserem TV-Kollegen leider von Ghostface geschnappt. Scheint es wirklich mehrere Ghostfaces zu geben, nachdem der erste besiegt wurde? Wir wissen es nicht. Warte mal kurz. Wer bist du da hinten? Hey, yo, was ist das für ein komisches Kostüm? Bitte, bleiben Sie zu Hause. Moment, der sieht aus wie Ghostface. Hallo? Nein, kommen Sie mich näher. Warte, was habe ich da gerade gehört? Warte mal kurz. Radiostation. Okay. Leute, Ghostface ist wieder da. Also wir haben jetzt Michael Myers und Ghostface. Das ist sehr blöd, das muss ich sagen. Hoffentlich schaffen wir es noch pünktlich, Michael zu retten, bevor die Stunde vorbei ist. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr knapp, Leute. Oh mein Gott, jetzt haben wir nicht nur das Michael Myers Problem, sondern Ghostface ist wieder da und ich bin mir ziemlich sicher, er wird sich Rache an Franklin oder auch wen auch immer nehmen, der das nur knapp überlebt hat. Okay, ich glaube, wir sind an der richtigen Adresse. Michael war wahrscheinlich in diesem Haus gekidnappt und ich denke, wir sind sogar wirklich an dem Haus angekommen. Boah, ich hoffe, dass wir nicht zu spät sind. Ich hoffe, dass Michael noch da ist. Michael, hey, da ist die Lampe. Da hinten ist die Lampe. Das heißt, Michael müsste in diesem Zimmer gerade sein in dem Moment. Ist die Stunde noch nicht vorbei? Komm schon. Michael? Yo, Michael, da bist du ja. Hey, Kollege. Weißt du was? Ich befreie dich hier von diesem merkwürdigen Ghostface. Okay, wir nehmen einfach mal das Messer und dann machen wir dich einfach befreien, oder? Oh, let's go, Michael. Okay, nichts wie nach Hause. Oh mein Gott. Ghostface? Wait. Nicht Ghostface, Michael Myers, ich komme nicht auf den Namen klar. Oh mein Gott, ich glaube, Leute, wir sind geliefert. Hier, nimm da! Und
warum habe ich keine Sachen diesmal mitgenommen? Ach ja, stimmt. Ich kam direkt aus dem Krankenhaus. Och, nee. Michael Myers, bitte tu mir nichts. Bitte. Wirklich, wir wollten nur das wunderschöne Haus kaufen. Ja, das ist es. Wir wollten dein Haus kaufen. Das ist jetzt sehr schön. Ich biete dir 1 Million Dollar dafür. Oh nein, komm mir bitte nicht hier. Komm mir bitte nicht hier. Ghostface. Michael Myers. Warte. Moment, sagtest du da gerade Ghostface? Ja, ich hab dich halt verwechselt mit jemandem, weißt du? Warum ist das wichtig? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ey, was soll das? Ich gebe dir eine Chance, lebend zu bleiben. Dafür musst du mir Ghostface bringen. Ich will ihn ein für alle Mal loswerden. Er klaut mir den ganzen Ruhm an den Kinokassen. Alle Leute gehen nur in diesen Scream-Film, aber niemand kommt zu meinem Film. Ich will, dass das aufhört. Niemand darf mehr Scream schauen. Und deswegen will ich Ghostface zerstören. Du weißt, wo er ist. Das ist deine einzige Chance zu überleben. Oh mein Gott, Leute, wo... Ich weiß, dass Ghostface da ist, aber wo? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo Ghostface ist. Er kommt halt, wo er hin muss. Überleg dir gut, was du sagst. Wenn du mich nicht auf eine heiße Spur zu Ghostface führen kannst, bist du nicht länger vom Nutzen. Und ich werde euch beide hier und jetzt zerstören. Okay, ist ja gut. Also ich weiß, dass Ghostface da ist. Ich habe es im Radio gehört und da war eine Frau. Oh, die wurde, glaube ich, von Ghostface live auf Sendung erledigt. Welches Radio war das nochmal? Rebel Radio. Leute, das war, glaube ich, Rebel Radio oder irgendwie eine dieser neuartigen Radiostationen. Und ich weiß, wo das ist. Da könnten wir vielleicht Hinweise auf Ghostface finden. Es gibt doch diese Radiostation in GTA. Können wir da hinfahren? Also gut, geht dorthin. Aber sei gewarnt. Ich beobachte euch beide, denn ich komme mit. Oh mein Gott, das ist so unangenehm, Leute. Ghostface will mitkommen? Ja, von mir aus. Aber bitte packt das Messer weg während der Fahrt. Alles klar. Leute, ich kann es gerade nicht glauben, dass wir mit Michael Myers jetzt eine Autofahrt zusammen machen zur Radiostation. Es ist so bizarr. Ich hoffe, dass wir Ghostface finden, aber er will ihn zerstören? Oh mein Gott, ey, das ist so unglaublich gruselig, Leute. Michael Myers kommt einfach mit uns mit. Ey, was soll das? Na gut, okay. Oh mein Gott. Leute, könnt ihr das glauben? Michael Myers sitzt in meinem... Oh mein... Yo! Okay, alles klar. Wir fahren jetzt zur Radiostation. Da sollten wir Hinweise finden, wo Ghostface seine letzte Tat vollbracht hat. Okay, aber wo ist Rebel Radio nochmal? Rebel Radio. Irgendwo in Blaine County war das. Ich glaube, wenn wir da lang fahren, gehen wir auf die richtige Spur. Also Michael Myers will also Ghostface in einem 1 gegen 1 Duell zerstören? Das klingt nicht schlecht, muss ich sagen, weil dann würde ich ein Problem weniger haben. Oh, da hinten sehe ich einen Turm, Leute. Das könnte es sein. Ich glaube, da ist Rebel Radio. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh ja, wir sind absolut auf dem richtigen Weg. Da ist es, Leute. Wir sind gleich da. Okay, Leute, da ist es. Da ist Radio Pioneers. Ist das eine neue Radiostation? Aber es sieht aus, als kann man da reingehen. Ja. Alles klar, Leute. Okay. Dann muss ich da eben reingehen. Also hier soll das passiert sein. Du hast 5 Minuten Zeit, herauszufinden, wo Ghostface ist. Ansonsten war's das für dich, mein Freund. Okay, 5 Minuten, Leute. 5 Minuten haben wir Zeit, dort drinnen zu finden, was wir auch immer suchen müssen. Alles klar. Na gut, Franklin, dann gehen wir rein. Let's go. Oh mein Gott, Alter. Jo, das sieht hier eigentlich ziemlich schön aus, aber hier ist niemand. Warum ist hier niemand? Hallöchen. Ey, Leute, was ist das hier alles? Oh mein Gott, ey, das sieht ja voll fancy aus. Ist das vielleicht da, wo die waren? Nee, irgendwo muss doch hier so eine Radiostation sein. Hallo, ist hier jemand? Oh, warte, das ist hier, glaube ich, das, wo... Hey, das ist die Moderatorin. Das ist die von der Radiostation gerade und da liegt ein Zettel. Hey, aber können wir darüber reden, wie fancy das hier bitte aussieht? Es sieht übelst nice aus. Hey, vielleicht kann Franklin ja mal einen eigenen Rap rausbringen. Okay, da auf dem Zettel. Was steht da drauf? Oh, es ist einfach nur ein Bild von... dem verlassenen Hotel. Warte mal kurz. Das verlassene Hotel. Ich glaube, da wartet Ghostface auf jemanden. Vielleicht erwartet er uns.
Oh, diesmal jagt er nicht uns, sondern wir jagen ihn. Alles klar, Leute. Das heißt wohl, wir müssen zu diesem Hotel, was wir auf dem Bild sehen. Das ist genug Hinweis. Das wird es auf jeden Fall bringen. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, nichts wie raus hier aus diesem übelst geilen Radiostadion. Also, wollt ihr, dass wir vielleicht noch ein Video irgendwie in dieser Radiostation machen? Dann smash den Like-Button und schreibt mal gerne in die Kommentare, ihr wollt, dass wir nochmal hier reingehen. Vielleicht machen wir unser eigenes Musikbusiness auf. Okay, Jason, ich verwechsel dich ständig. Michael Myers, ich weiß, wo er ist. Er ist in diesem verlassenen Motel. Sehr gut. Ihr folgt mir. Ihr werdet so lange nicht von mir weichen, bis ich Ghostface geschnappt habe. Okay, alles klar. Na gut, dann heißt es wohl für uns ab ins Auto, nicht wahr? Egal, immerhin, Radio Pioneers, da wären wir. Okay, da ist das verlassene Motel. Hier sollten wir Ghostface wohl finden. Okay, hier muss Ghostface also irgendwo sein. Warte mal. Leute, da hinten sehe ich was. Ist er das? Er ist es! Ey, wir haben ihn gefunden! Ghostface! Oh mein Gott, okay. Ghostface, ich glaube, du erwartest uns. Oh mein Gott, Ghostface! Nein, lass mich in Ruhe, Jason, verteidige mich! Michael, okay, Dankeschön, dass du mir Michael Myers gebracht hast. Jetzt kann ich ihn einfach alle mal zerstören. Warte, ihr wolltet euch die ganze Zeit treffen? Warum habt ihr euch nicht gegenseitig kontaktiert? Michael ist leider zu feige, um mich selbst anzurufen. Nicht wahr? Vergiss es. Ich werde dich jetzt zerstören. Ich habe dich von meiner Liste gelöscht. Die Kinokassen gehören mir. Also, wir machen es so. Best of Three System. Erste Runde Messerkampf. Zweite Runde Kettensägenkampf. Und dritte Runde wird die ultimative Entscheidung sein. Wer zwei der drei Runden gewinnt, der hat gewonnen. Du hast überhaupt keine Chance. Denkst du wirklich, du kannst mich besiegen? Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, es passiert jetzt jeden Moment. Wir werden jetzt den Kampf zwischen Ghostface und Michael Myers sehen. Auf welcher Seite seid ihr? Schreibt jetzt Kommentare. Team Ghostface oder Team Michael Myers. Jetzt in die Kommentare. Ich bin auf gar keiner Seite, Leute. Also lasst die erste Runde beginnen. Oh mein Gott. Es geht direkt los. Ghostface schlägt zu, Leute. Und Michael Myers kontert jetzt. Oh mein Gott, es geht los. Die erste Runde, Freunde. Oh mein Gott, in den Dreifachstich-Kombo von Michael Myers. Und direkte Ausweicher. Und jetzt kommt Ghostface. Zack, weicht auch nochmal aus. Und jetzt sticht er nochmal eins, zwei, dreimal zu. Und jetzt kommt der Konter. Aber nur einmal von Michael Myers. Jetzt zweimal. Und ausweichen. Und Konter. Das war ein Angriff, Freunde. Das war eine ordentliche Attacke. Aber wer wird diesen Fight gewinnen? Oh mein Gott. Jetzt ist das mal eine Vierfach-Kombo von Ghostface. Oh, jetzt weicht er aus. Oh, das war eine gute Ausweich. Eieieiei, Leute, so lange kann das gar nicht mehr weitergehen. Wie lange geht diese erste Runde weiter und wer wird sie gewinnen? Oh mein Gott, meine Luft geht weg. Oh, Junge, Alter. Okay. Ghostface macht schon mal weiter. Und jetzt treffen sie sich wieder. Leute, ich glaube, es ist einfach nur geisteskrank, was für eine Ausdauer sie haben. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sie keiner besiegen kann. Weil sie einfach extrem, extrem stark sind. Und irgendwie haben die einen Körper aus Titan. Aber es wird irgendwann jemand fallen. Irgendwann wird der Erste fallen. Und das werden wir gleich herausfinden. Oh mein Gott. Yo, wen hat's jetzt getroffen? Michael Myers, er steht nicht wieder auf. Das heißt, die erste Runde geht, Leute, offiziell an Ghostface. Oh Gott, das heißt, er muss noch eine Runde gewinnen und Michael Myers ist Geschichte. Oh mein Gott, da ist Michael Myers und der ist wieder da, Leute. Er ist wieder auferstanden und diesmal mit Kettensäge. Aber bitte nicht zu mir nahe kommen. Bitte, Michael Myers, komm mir bitte nicht zu nahe damit, okay? Alles klar. Und wir warten jetzt, Leute, auf Ghostface. Und dann geht's los in die zweite Runde. Wie gesagt, die erste Runde ging an Ghostface. Wenn Ghostface jetzt diese Runde gewinnt, dann ist er der Champion. Und Michael Myers muss sich verdünnisieren. Okay, Leute, Ghostface kommt jetzt auf dieser Seite. Und wir sehen bereits, Michael Myers macht sich auf den Weg. Und da treffen sie aufeinander. Oh mein Gott, was für ein Angriff von Michael Myers das war, Leute. Aber wir sehen schon, sie versuchen das Ganze auf dem Hotelgrundstück hier auszutragen. Und da kommen beide, die sich gegenseitig treffen. Ich dachte schon, das wär's. Oh mein Gott. Ich darf dir nur nicht zu nahe kommen, Leute. Sonst können sie mich treffen. Oh, Ghostface greift an, Leute. Und jetzt mit der Links. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen. Oh! Da versucht er ihn jetzt den Abfalleimer zu werfen oder so. Okay. Aber man sieht, Leute, man sieht. Ich glaube, das war ein guter Angriff. Hat es, ja, Leute, das ging ja übel schnell.
Michael Myers gewinnt die zweite Runde. Das heißt, wir haben ein Finale und Ghostface ist verschwunden. Da liegt die Kettensäge, Leute, von Ghostface. Und ihr habt's gesehen, Michael Myers gewinnt die zweite Runde. Let's go. Das hat er wirklich schnell gemacht. Kurzen Prozess, zack, 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 in kleine Schinkenscheiben geschnitten. Okay, Leute, jetzt kommt es zum großen Finale. Und dafür werden diese Kreaturen, diese Monster, ihre ultimative Form jetzt freischalten. Wer meint ihr wird gewinnen? Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like dafür, für wen auch immer ihr seid. Und ja, abonniert den Kanal. Und let's go zum Finale. Okay, wir warten auf ihn. Leute, Ghostface hat sich in einen Schatten verwandelt. Und da ist Michael Myers. Michael Myers? Was geht denn jetzt ab? Okay, Leute. Michael Myers scheint gerade irgendwie da unten zu hängen. Okay, warte, was ist das für ein Schleim? Wait, da kommt ja noch einer. Oh mein Gott. Ich glaube, es sieht jetzt so aus, als würden die gegeneinander kämpfen. Alles klar, Leute, der Kampf geht los. Ich habe keine Ahnung, wo sie es austragen. In der Luft. Oh mein Gott, das geht so schnell. Schatten hier, Schatten da. Das sind einfach so Schleime, die unterwegs sind. Da ist Ghostface. Da ist Michael Myers. Und ich glaube, Ghostface versucht gerade, Michael Myers aufzusaugen. Ich habe keine Ahnung, wie schnell diese Runde geht. Aber jetzt gerade ein Angriff. Oh, yo, Alter. Ich habe keine Ahnung, was gerade abgeht, Alter. Ist das hier Harry Potter oder was? Angriff aus der Luft. Ghostface wird attackiert und versucht gerade, ihn aufzusaugen. Wo sind die? Die sind gerade unter der Map, glaube ich. Die tragen den Fight über der Map. Oh, Leute, da sind sie links, rechts. Ghostface. Und er fliegt. Und er hilft den Leuten und er fliegt, ne? Oh, yo. Da fliegt Michael Myers und wird gerade aufgesaugt. Und am Ende wird sich zeigen, wer das Ganze gewinnt. Und ich glaube, Leute, wir haben Michael Myers, der da gerade eingesaugt wird. Kann er sich noch wehren? Kann er sich wehren? Wir wissen es nicht, aber sie sind noch in der Runde. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, aber Ghostface ist gerade in seinem Element. Er geht gerade komplett ab. Er dreht gerade komplett durch. Was ist denn hier los, Leute? Und ich habe keine Ahnung, wer ihn gewinnt. Ich habe... Hört ihr das gerade? Wer hat gewonnen? Hallo? Oh, Ghostface hat gewonnen! Nein! Oh mein Gott! Michael Myers hatte keine Chance. Bitte, Ghostface, tu mir nichts, okay? Bitte tu mir nichts. Ghostface! Aua, ich hab... Oh, nein, nein, nein! Lass mich bitte! Bitte lass mich gehen! Bitte! Nein! Hey! Yo! Warte, nicht nett. Nein, 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 Leute! Wenn ihr auf jeden Fall einen neuen Part haben wollt mit Ghostface und den anderen Charakteren, wie zum Beispiel Freddy Krüger und so weiter, dann lasst jetzt unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich würde an der Stelle sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Oh, die Zunge ist raus, haut rein und ciao!